Tag zusammen, es ist wieder mal einer dieser Tage, wo man sagen muss, man weiß nicht genau, was passiert. Gewitterspezial habe ich hier hinterstehen, richtig. Denn zwischen der aus Westen kommenden deutlich kühleren Luft und der im Osten noch sehr milden Luft, da könnte es eben durchaus zur Sache gehen. Die Zutaten sind da. Gucken wir uns das Ganze einfach mal an, was da eben passieren kann. Wir haben im Westen eben dieses Tief, was uns ja gestern die Vorderseite brachte mit der sehr milden Luft. Das Ganze zieht sich jetzt weiter nach Osten zurück, eben Richtung Hoch. Und wir haben dann eben zwei Wetterzonen, wenn man mal so möchte. Einerseits im Osten den Südwind durch das Hoch mit den sehr warmen Temperaturen. Man sieht das auch hier an den Farben. Von Westen kommt schon die kalte Schulter dieses Tiefs an, wobei kalt in Anführungsstrichen, aber deutlich kühler eben. Und diese beiden Luftmassen sind halt getrennt voneinander. Das heißt, wir haben auf der einen Seite Südwind, auf der anderen Seite mehr oder weniger Westwind mit unterschiedlichen Temperaturen. Das hat natürlich dementsprechend Potenzial, weil wir haben es mit feucht-warmer Luft zu tun. Wir haben es mit einem Hebungsimpuls zu tun. Das heißt, hier durch den Windsprung von Westen auf Süden kann eben die Luftmasse auch gehoben werden. Und das bringt dann eben auch das gewisse Potenzial mit sich, dass sich da lokal was entwickeln kann in Sachen Gewitter. Gucken wir uns das Ganze mal an, was die Energie betrifft. Ist denn was da? Und es ist durchaus was da. Vor allem in der Osthälfte, auch in der Osthälfte Niedersachsens, ist ab der Mittagszeit durchaus Energie da, um eben kräftige Gewitter zu produzieren. Und auch zum Abend. Das zieht sich dann weiter nach Osten zurück in Richtung Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern. Aber immer noch haben wir Energie auch in Ostniedersachsen. Das heißt, es kann also wirklich sein, dass es da den einen oder anderen dickeren Brummer gibt. Und zwar grob in dieser Zone von Cuxhaven runter in den Göttinger Raum. Das zieht sich dann zum Abend weiter nach Osten zurück, aber ganz lokal. Und man muss betonen, ganz lokal. Es wird nicht für jeden was dabei sein, aber es ist eben durchaus möglich, anhand dessen, dass alle Zutaten dafür da sind, dass sich örtlich diese teils kräftigen Gewitter bilden können. Durchaus auch mal mit Unwetterpotenzial, Starkregensturmböen, Hagelschlag, wie man das halt so kennt, ist halt schwierig. Denn das Einzige, was wir nicht sehen können, was da fehlt, ist, wird es ausgelöst. Das heißt, du hast alle Zutaten im Topf, aber ob das Ganze dann Puff macht, das weiß eben keiner. Man muss das eben beobachten über Tag. Aber wie gesagt, in dieser Zone durchaus möglich. Im Rest des Landes ist schon das mehr oder weniger schäbige Wetter angekommen. Es sind einzelne Schauer unterwegs. Meistens bleibt es im Tagesverlauf dann vom Westen immer trockener. Aber es sind viele Wolken da, der Wind ist ruppiger und es ist auch nicht mehr ganz so warm. 20 Grad gibt es höchstens noch im Westen, grob mal über den Daumen gepeilt. Und 26 gibt es dann vor allem noch von der Lüneburger Heide runter in den Göttinger Raum. Also das ist schon ein sehr starker Temperaturkontrast. In den nächsten Tagen gleicht sich das allerdings an. Heute gibt es dann erst einmal in der Nacht dann ein größeres Regengebiet. Diese Gewitterzone weitet sich aus, verklastert. Die Gewitteraktivität geht zurück und es fällt dann fast überall immer mal wieder auch mal kräftigerer Regen von Westen in Richtung Frühstunden. Schon wieder erste Auflockerungen. Anfangs im Osten erste Auflockerungen, in der Mitte dann der meiste Regen. Die Temperaturen liegen dann meist bei 12 bis 14 Grad. Auf den Inseln sind es 11, ebenso auch im Siegerland in der Eifel einstellige 9 Grad und auch im Hochsauerland einstellige 9 Grad. Und dann kommt eben ab morgen eine Wetterlage, die ist auch nicht so ganz pralle. Alles in allem muss man sagen, wir stürzen von den Temperaturen in den nächsten Tagen nicht ganz so brachial ab, wo wir herkommen, aber es ist halt eben auch nicht wirklich Sommer und auch nicht wirklich warm. Wir haben diese beiden Tiefs hier eben über Deutschland. Auf der einen Seite, nämlich auf der Vorderseite, kommt die milde Luft gezogen und die kommt aus dem Mittelmeerraum. Das heißt, die saugt sich mit Feuchtigkeit voll und dann dreht sie um die Tiefs herum und kommt dann wieder zurück zu uns. Wird runtergekühlt, dementsprechend regnet das Ganze dann auch ab. Und wir werden es mit einer ziemlich nassen und wolkenreichen, teils trüben Geschichte in den nächsten Tagen zu tun bekommen. Und so sieht es dann eben auch aus. Am Dienstag nochmal mit den Höchstwerten, vor allem im östlichen Niedersachsen, bis zu 20 Grad, im Westen deutlich kühler, 13 bis 15, immer wieder Schauer, viele Wolken, teils trübt sich das auch ein.
wo die Schauer auch mal längere Zeit bleiben können, dann auch noch mit einzelnen Gewittern, vor allem in der Eifel. Am Mittwoch gleicht sich das dann schon wieder etwas mehr an vom Temperaturniveau her. 13 bis maximal 18 Grad sind dann drin. Der Regen wird tendenziell weniger, sind aber einzelne kräftige Schauer mit dabei. Viele, viele Wolken, wenig Sonne, ist nicht mehr ganz so nett von da oder als da, wo wir eben herkommen, nämlich gestern. Der Regen summiert sich. Bis Donnerstag sieht man ganz klar diese Luftmassengrenze eben. Einerseits die kühlere Luft im Westen, die wärmere im Osten, genau dazwischen eben an dieser Konvergenz mit den meisten Regen. Bis zu 45 Liter von Schleswig-Holstein runter Richtung Hannover, Harz, Göttingen. Im Westen sind es 5 bis 15. Also auch ungerechte Wasserverteilung, das Ganze. Und das Wasser brauchen wir ja eigentlich überall flächendeckend. Gut, der Sommer macht Pause. Wir aber nicht. Wir warten mal ab, was da in den nächsten Tagen kommt.